Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 5. September 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wieder an der Dnipro-Front, während weiterer russischer Rotationsmaßnahmen auf einer Insel im Dnipro-Delta hat die Ukraine ein russisches Boot mit Artillerie angegriffen und getroffen. Das ist hier an diesem Dnipro-Ufer nördlich der Dörfer Dnipriani und Korsunka geschehen. Damit fällt dieses kleine Stück der Insel in den roten Bereich. Wir hatten schon vor 2 bis 3 Wochen vermutet, dass die russische Seite auf dieser Insel präsent ist. Heute können wir das bestätigen. Bezüglich der ukrainischen Positionen haben wir nach wie vor kein Update. Damit bleibt lediglich ein Stück südlich des Dorfes Olchivka in der gelben Zone. Das ist hier dieser kleine Abschnitt. Ansonsten verbleibt der größte Teil der Insel weiter in der grauen Zone. So viel zum aktuellen Stand an diesem Frontabschnitt. Damit verlassen wir diesen Abschnitt in Richtung der Saporischschja-Frontlinie. Im Zuge weiterer ukrainischer Offensivhandlungen an diesem Abschnitt gab es Veränderungen an der Kontaktlinie zugunsten der Ukraine. Wir starten bei Robotone und an der Stelle rufen wir uns nochmal den letzten Stand ins Gedächtnis. In meinem letzten Augustbericht vor etwa 2 Wochen haben wir die Eroberung des Dorfes besprochen. Dort hatte ich darauf hingewiesen, dass der russische Stützpunkt südlich des Dorfes noch in der grauen Zone ist. Das ist hier dieser Abschnitt. In den darauffolgenden 2 Wochen gab es hier regelmäßig Kämpfe. Heute haben wir die Bestätigung dessen, dass der russische Stützpunkt zumindest zu einem Teil unter ukrainischer Kontrolle ist. Das betrifft wieder den in dunkelgelb hervorgehobenen Bereich, also dieser Abschnitt. Dieser Bereich wird nun von der Ukraine kontrolliert. In den anliegenden Gebieten kommt es weiter zu Kämpfen. Dieser Bereich bleibt erstmal in der grauen Zone. Die russische Seite führt hier ständig Gegenangriffe durch und versucht, die Kontrolle über dieses Verteidigungssystem zurückzuerlangen. Gerade weil die Ukraine diesen Stützpunkt als Sprungbrett für Angriffe auf Nowoprokopivka nutzen könnte, sehen wir hier verstärkte russische Bemühungen. Nowoprokopivka ist die nächste Siedlung nach Robotene, die hier zu sehen ist. Insgesamt konnte die Ukraine um fast 1 Kilometer in Richtung Nowoprokopivka vorstoßen und die Entfernung zu diesem Dorf beträgt nun etwas mehr als 1 Kilometer. Russische Behauptungen über die Kontrolle des südlichen Teils von Robotene entsprechen nicht der Realität. In der Nähe von Robotene gab es nun die Bestätigung des ersten zerstörten Challenger 2 Panzers. Das Vereinigte Königreich hatte der Ukraine insgesamt 14 solcher Panzer übergeben. Ein paar Kilometer östlicher am Abschnitt um Verbove bleibt die Situation weitaus dynamischer, wobei Positionen mehrmals am Tag die Kontrolle wechseln. In Richtung der Höhe 166, die sich in etwa hier befindet, sehen wir erbitterten russischen Widerstand. Die ukrainische Seite konnte in diesem Abschnitt erstmal nicht weiter vorrücken. Lediglich nordwestlich des Dorfes Verbove gelingt es der Ukraine, mehr Kräfte hinter die russische Verteidigungslinie zu bringen und dort neue Positionen einzunehmen. Das betrifft hier wieder den in dunkelgelb hervorgehobenen Bereich. Auch an diesem Abschnitt konnte die ukrainische Streitkraft bis zu 1 Kilometer vorstoßen und Positionen an der Grenze zu Verbove einnehmen. Wir sehen, dass aktuell der nordwestlichste Teil des Dorfes in der grauen Zone ist. Sehr wahrscheinlich wird sich die graue Zone hier in den nächsten Tagen nochmal ein Stück erweitern. Zum aktuellen Zeitpunkt beträgt die Entfernung zum Dorf etwas weniger als 500 Meter. Sehr wahrscheinlich wird es noch in dieser Woche zu Kämpfen in diesem Dorf kommen. Russische Militärblogger sprechen von einer kritischen Situation am Abschnitt um Verbove und behaupten, dass das Dorf vollständig zerstört ist. So der aktuelle Stand an diesem Frontabschnitt. Damit verlassen wir auch schon die Saporischschja-Frontlinie in Richtung der Donetsk-Frontlinie. Wie gestern bereits vermutet, ging die ukrainische Streitkraft nach intensiven Artillerievorbereitungen heute am Morgen in die Offensive in der Region Nowodonetsk und Nowomajorsk über. Und das genau 3 Monate nach dem ersten Vorstoß an diesem Abschnitt. Als Folge dessen die ukrainischen Truppen damals kurzzeitig das Dorf Nowodonetsk einnehmen konnten. Laut Aussagen eines russischen Militärbloggers gelang es der Ukraine heute schnell, die Minenfelder zu überwinden. Vor allem nach dem intensiven Einsatz der Artillerie detonierten zahlreiche Minen und somit hat diese Barriere ihre Funktion teilweise verloren. Dann kam es zu schweren Kämpfen an der Grenze der beiden Dörfern. Vor allem in dieser Region wurde intensiv gekämpft.
Nichtsdestotrotz stieß mindestens ein ukrainischer Panzer auf eine russische Mine und detonierte. Das betrifft die Kreuzung, die hier südwestlich von Nowodonetsk zu sehen ist, irgendwo in dieser Region. Heute Nachmittag räumt ein russischer Militärblogger ukrainische Erfolge an diesem Abschnitt ein. Den ukrainischen Kräften gelang es, die russische Streitkraft ein Stück zurückzuwerfen, so dieser russische Militärblogger. Details nennt er aber nicht. Ich denke, die werden wir im Laufe der nächsten 24 bis 48 Stunden erfahren. Wir können aber festhalten, dass es sich dabei lediglich um taktische Erfolge handelt. Die beiden Dörfer sind meinen aktuellsten Informationen nach weiterhin unter russischer Kontrolle. Ich vermute, dass es der Ukraine gelang, sich dem Dorf Nowodonetsk vom Westen her zu nähern, und zwar an diesem Abschnitt. Der russische Militärblogger behauptet, dass die Ukraine sich nun darauf vorbereitet, die 38. Marineinfanteriebrigade in den Kampf zu schicken. Zusammen mit der 35. Marineinfanteriebrigade hat diese das Dorf Urojaine vor etwa 3 Wochen befreit. Das ist das Dorf ein paar Kilometer westlicher, welches hier zu sehen ist. Diese Brigade wurde ebenfalls im Frühjahr dieses Jahres gebildet und gehört zur ukrainischen Reserve. Am heutigen Abend gibt es dann nochmal Updates, was diesen Abschnitt betrifft. Die Kämpfe haben nachgelassen und der heutige Angriff ist als eine Aufklärungsoperation zu deuten. Ein russischer Blogger vermutet in den nächsten Tagen größere ukrainische Angriffe und erwartet diese an mehreren Abschnitten in dieser Region, da die Ukraine an allen Abschnitten über ausreichende Reserven verfügt. Am Mokri-Jale-Fluss spricht heute ein russischer Militärblogger von den ersten Kämpfen im Dorf Servitne-Bajanja. Das ist direkt das nächste Dorf nach Staromajorske und Urojaine und dieses ist hier zu sehen. Zum heutigen Abend lässt sich diese Information erstmal nicht bestätigen. Wir warten auf weitere Details von diesem Abschnitt. Insgesamt können wir davon ausgehen, dass es an diesem Frontabschnitt in den nächsten Tagen wieder zu deutlich mehr Aktivität der ukrainischen Seite kommen wird. Weiter geht's in Richtung der Stadt Marienka. In den vergangenen Tagen gelang es der russischen Seite, hier im westlichen Teil des Dorfes bzw. der Stadt vorzustoßen. Und auch heute gibt es wieder einige Updates. Der russischen Seite gelang es, im Zentrum vorzurücken und etwa eine ganze Straße einzunehmen. Wir sehen den Bereich hier wieder in dunkelrot hervorgehoben. Insgesamt sind es 100 bis 200 Meter, die russische Seite hier im westlichen Teil vorrücken konnte. Die graue Zone wurde hier nochmal erweitert. Es kommt aktuell zu Kämpfen im westlichen Teil. Damit gelingt es der russischen Seite über mehrere Monate, sich von Zentrum in Richtung des westlichen Teils zu bewegen. Zum aktuellen Zeitpunkt wird etwa 70 bis 80% der Stadt von der russischen Streitkraft kontrolliert. In der Region Avdiivka spricht heute ein russischer Militärblogger von ukrainischen Angriffen in der Region des Dorfes Opytne, direkt südlich der Stadt. Er spricht von einem erfolglosen ukrainischen Angriffsversuch in Richtung Opytne. Tatsächlich liegen uns zum heutigen Tag keine Informationen über irgendwelche Updates an diesem Abschnitt vor. Damit springen wir in den Abschnitt um Bachmut. Dort dauern die Kämpfe in Klischiwka und der Region weiter an. Beide Seiten ziehen in diese Region Reserven heran. Von der russischen Seite erreichen uns die Informationen, dass sich die Situation in Klischiwka und Andrijewka zunehmend verschlechtert. Das hatten wir in den letzten 2 bis 3 Tagen schon angesprochen. Nach den ukrainischen Angriffen in den vergangenen 2 Tagen greift heute die russische Seite an und führt einige Gegenangriffe durch. Und das betrifft vor allem das Dorf Klischiwka und den Abschnitt der Eisenbahnlinie. Veränderungen werden an diesem Abschnitt erstmal nicht aufgezeichnet. Das gleiche betrifft den Abschnitt nördlich der Stadt. Hier kommt es zu Stellungskämpfen und russischen Angriffen in der Region Berchewka. Auch hier keine Veränderungen zum Vortag. Zum Abschluss der Situation an der nördlichen Frontlinie. Auch hier bleibt alles beim Alten. Es gibt keine wesentlichen Veränderungen, wobei die russische Seite weiterhin einige Angriffe vor allem in der Region südwestlich von Svatove durchführt. Das Ganze, wie gesagt, erstmal ohne Erfolg. So viel zur Situation an der russisch-ukrainischen Frontlinie zum 5. September 2023. Wenn dir diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine abonnieren und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.